Willkommen zur 28. Nerd Night. Willkommen hier am Art Babel. Ich hoffe, ihr seht einigermaßen was. Es sind heute wieder viel mehr Leute da als die letzten zwei Mal. Insofern ist es immer schwierig zu planen und wir versuchen schon immer die ganzen Einladungen so rauszuschicken, dass nicht zu viele Leute es mitbekommen, aber trotzdem ist es schwierig. Und schön, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr kriegt genügend mit von heute. Bevor wir anfangen, habe ich noch ein paar Hinweise für andere Veranstaltungen bzw. für andere Dinge. Genau, ich fange mal an mit einer neuen Veranstaltungsreihe, mit der wir nächsten Dienstag starten. Das ist die Knitnight. Die Knitnight ist für alle da, die stricken. Und nach den letzten Jahren ja der große Strickboom ausgebrochen ist, mit den ganzen verschiedenen Veranstaltungen, die in den USA passieren und ja, genau, super, die Stricker sind schon da, haben wir gedacht, das passt doch sehr gut. Das Motto der Veranstaltung ist Just Beer and Knitting, also beim Bier trinken, stricken und ein Bier trinken und dann mal schauen, wie lange man weiter stricken kann. Interessantes Experiment wird auch gemacht von der Lynn Quante, die ja auch die Creative Night mitmacht, und Rosemarie Stegmann und ja, das ist eine ganz witzige Sache. Ihr habt Flyer, glaube ich, auch auf euren Stühlen. Ansonsten auf unserer Facebook-Seite gibt es auch Infos dazu. Ja, eine zweite Veranstaltung, da sage ich aber nachher was dazu. Und dann gibt es noch eine Sache, und zwar habe ich Hefte dabei. Leider nicht genug für jeden, aber es gibt das erste Nerd Night Magazine. Gerade frisch aus letzter Woche aus New York eingetroffen ist. Nerd Night Magazine wird es jetzt 6-mal im Jahr geben. Wird in den USA von den Leuten produziert, von Matt, der dort die Nerd Night leitet. Und hat ganz witzige Beiträge mit drinnen von Leuten, die auch schon bei verschiedenen Nerd Nights weltweit präsentiert haben. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 20 Städte oder so weltweit. Und das Ganze wird auch ergänzt werden. Ich hoffe auch, dass Referenten vielleicht von unseren Nerd Nights mal auch da drin was schreiben. Und hier gibt es einen Stapel von Magazinen, kommt nachher in der Pause zu mir. Bis solange der Vorrat reicht, verschenke ich die und würde mich dann sehr freuen, nachher nochmal eine kurze Umfrage zu machen, wenn ihr es durchgeblättert habt, wie ihr das Ganze auch findet und ob ihr denkt, dass das Magazin auch noch weiter hier in Deutschland importiert werden soll. Gut, wir kommen kurz zur Einführung. Für alle, die da waren, die kennen es schon. Für alle anderen noch mal kurz durchgehen. Was ist überhaupt die Nerd Night? Das Ganze hat angefangen so 2003 mit Chris, der in Boston eine Stammkneipe hatte. Und Chris hat immer dort sein Bier getrunken und war dann 3 Monate im Jahr plötzlich weg. Und als die Barkeeper ihn gefragt haben, was er dann da so macht in 3 Monaten, hat er gemeint, das kann er nicht so genau erklären. Und irgendwann mal wurde er dann überredet, sein E-Mail zu bringen und eine kleine PowerPoint-Präsentation zu machen. Das war dann über parasitäre Vögel. Die haben nämlich 3 Monate im Jahr in Afrika fotografiert für seine Forschung. Und dieser erste Abend mit seiner Präsentation, da gab es noch 2 andere Präsentationen von Biologen. Und das war dann die erste Nerd Night. Das Ganze kam so gut an, dass er gebeten wurde, es weiterzumachen. Und Matt hat das dann aufgegriffen, hat das nach New York gebracht. Matt ist eben ja auch derjenige, der das Nerd Night Magazin jetzt rausbringt. Und in New York habe ich das Ganze dann gesehen und seit 2009 findet das eben auch hier in München statt. Danke an das Art Babel Team, danke an euch fürs Dasein und danke an die Referenten. Ich habe uns auch gesehen, dass etliche ehemalige Referenten auch da sind und immer wieder kommen. Das freut mich auch besonders. Dass da auch nicht nur die Leute kommen und was vortragen, sondern auch dann auch begeistert wiederkommen. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum, dass ich euch auch darüber reden kann, einen Vortrag zu halten für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben. Und ja, die Referenten heute sind Marcel Lasche mit dem Thema polyphasischer Schlaf. Wir haben heute 2 Schlafthemen. Ich habe sie mal am Anfang gelegt. Ich hoffe, dass das Thema Schlaf nur im übertragenen Sinne auch da ist. Und wir hatten auch schon früher, bei der allerersten Nerd Night 2009, hatten wir das Thema Schlaf. Also eine ganz schöne Abrundung, dass das auch wieder reinkommt. Aber es sind immer wieder neue Themen. Und Martin Dresler wird über Neurowissenschaften des Träumens was erzählen. Der dritte Referent kommt aus einem anderen Bereich.
beziehungsweise kommt aus dem Bereich der Physik, wird aber was über atmosphärische Optik erzählen, ein Hobbybereich von ihm. Und ja, freue mich sehr über die drei Vorträge und würde dann gleich an Marcel übergeben für den ersten Vortrag.